Hallo Leute und willkommen zu einem Part von Pokémon Heart Gold Randomizer Nuzlocke. Wir sind jetzt immer noch beim Leuchtturm und Musti ist dabei. Hi. Moin. Ja, ihr habt ihn ja schon in den Kommentaren gefeiert und dann habe ich mir gedacht, yo, bringen wir doch Musti einfach nochmal in das Let's Play jetzt hier rein. Und ja, ich glaube, die nächste Arena ist jetzt auch nicht mehr weit, oder? Ja, die nächste Arena befindet sich südwestlich von Olivianas City, also du musst da. Ach so, gar nicht in der Stadt? Nee, in der Stadt ist die sechste Arena. Ach so. Also offiziell ist das hier die sechste, ist das die sechste Arena hier drin. Und ach du Scheiße, ey. Das Knacksen macht schon mit Bodycheck auf jeden Fall ordentlich an Damage. Warum müssen deine Parts immer so spannend werden? Ich hab auch keine Ahnung. Also ich will jetzt auswechseln. Ja. Auf jeden Fall. Fuck schon wieder ab, Mann. Scheiß die Wand an. Genau. So, ja, heute gibt's ja auch einen Among Us Stream, weil dieser Part wird in 50 Minuten online kommen, Musti. Deswegen müssen wir uns hier mal sputen. Ja. Und ja, Musti ist natürlich heute auch da wieder dabei. Wir werden höchstwahrscheinlich auf Polos spielen. Hatten sich Marvin und Daftendo gewünscht. Ach, ehrlich? Ja. Und was ist ein Kino so? Das ist ein Pflanzen-Pokémon. Ah, perfekt. Da kann unser Crazy Games mal reinkommen. Ja, ich bin jetzt zwar nicht der allergrößte Fan von Polos, weil die Map einfach viel zu groß ist. Aber wenn wir mehr als 10 Leute werden, dann könnte ich mir schon vorstellen. Oder mehr als 9 mindestens. Ja, also vom Aussehen kenne ich wieder das Pokémon, dieser Name wieder. Mann, Gott. Ja. Manchmal ist es so, manchmal ist es anders. Dass ich dann plötzlich den Namen kenne, weil ich das Aussehen. Ja, genau. Kinose kann ja auch sein Aussehen ändern, je nachdem, wie das Wetter ist. Ach so, okay. Ja, aber alles ist hübscher als die Originalversion von Kinose. Gut, noch ein Item. Nämlich Dubio-Disc. Warte mal, Dubio-Disc, so. Was ist denn das? Kenne ich auch gerade nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Scheibe voller seltsamer Daten, die Ursprung ist unbekannt. Was? Okay. Auch ganz cool, denke ich mal. Ich schau mal kurz nach. Macht es. In der Zeit geben wir mal Marvin einen Supertrank. Bei dem wollen wir eigentlich hier ein bisschen trainieren. Espelius muss ich Paralyse heilen und dann können wir auch eigentlich schon voranschreiten. Ah, die Dubios-Disc, damit kannst du Porygon 2 zu Porygon Z entwickeln per Tausch. Braucht man jetzt nicht, oder? Nee, also brauchst du nicht. Gut, dann können wir auch weitergehen. Zum nächsten Trainer. Ich habe ganz oben gesehen, es gibt einen Ampharos. Ja, genau, das ist Jasmins Ampharos. Aber sie setzt es nicht in der Arena ein, also da kann ich nicht beruhigen. Das Ampharos soll eigentlich nur so, zumindest laut Anime, soll es dazu dienen, den Leuchtturm zu beleuchten, sodass die Schiffe wieder weiterfahren können. Ah, okay. Ja, weil beim Thumbnail raussuchen kam das Ampharos da raus. Weil wie das da oben alles leuchtet. Ja, genau. Und ich hab's auch schon gesehen. Als wir mal ganz oben waren. Mhm. So, Level 23 für Marvin hat ein bisschen gedauert, aber okay. 7 Level noch und dann werden wir mal schauen. Oder Stahlrack Typ Boden, ne? Typ Bogenstahl? Stahlgestein. Ist es nicht Typ Boden. Aber sollen wir trotzdem weiterkämpfen oder eher wechseln? Kannst du machen, ja. Also Marvin mit Wasserattacken sind ja trotzdem sehr effektiv. Ach so, okay, gut. Dann, Dings. Wo habe ich gerade nochmal drüber gesprochen? Ah ja, über die Entwicklung, glaube ich, oder? Marvin braucht ja noch 7 Level für seine Entwicklung, oder? Genau, und die Entwicklung. Also die Entwicklungen müssten eigentlich gerandomized sein, wenn ich mich jetzt genau dran erinnern kann. Kann auch sein, dass ich das bei den Settings vielleicht irgendwie verpasst habe oder so. Aber ich glaube es jetzt gerade nicht. Okay. Ja, Alpollo, ein Geist-Pokémon. Ah. Warte mal. Ja, bei Fluch zieht er sich die Hälfte der KP ab und dann macht man jede Runde ein Viertel der KP. Aber du kannst ihn auswechseln, nachdem er gekillt ist. Oder auch während der Runde. Also da jetzt keine große Sorge machen. Marvin fällt jetzt einfach in seiner KP. Ja, weil ich mich noch an das Let's Play von Domtendo erinnern kann, von Blattgrün, wo manche Geist-Pokémon irgendwie so eine Attacke eingesetzt haben, dass sie einen mit in den Tod reißen.
Ach so, das ist Abgangsbond. Ach so, okay. Kann das jedes Geist-Pokémon? Möglich, ja. Also, ja doch, eigentlich schon. Viele Geist-Pokémon können das. Mein ich weiß aber nicht, ob es wirklich... Ja, deswegen, bei Nuzlocke ist es ein bisschen gefährlich, wenn da Geist-Pokémon plötzlich auftauchen. Denn es besteht immer Gefahr, dass man mit durch Abgangsbond stirbt. Mhm. So, ich glaube, weit ist jetzt der Leuchtturm nicht mehr, habe ich das Gefühl. Und... Ja, das kann sein. Danach geht's zum roten Garados, oder? Noch nicht. Dann erst also, die Arena. Ja. Danach kann man schon direkt die sechste Arena machen. Boah. Ja. Also es folgen quasi zwei Arenen nacheinander. Achso, wir gehen dann erst in die andere Stadt und dann wieder zurück? Ja, genau. Wie unnötig. Du wirst gleich sehen, dass es nicht ganz unnötig ist. Oh oh. Was ist? Was zum Teufel ist das? Ja, ich habe kurz die Luft angehalten, weil Luft bei Notsituation bei wenigen KP stark ist. Aber Marfman hat's weggesteckt. Boah, Alter. Ich habe auch schon ein bisschen gezittert, muss ich ganz ehrlich sagen. Junge, was zum Teufel? Und Musti bleibt einfach still und sagt nur was, wenn es komplett am Arsch ist. Ich hab kurz meine Luft angehalten und dann gleichzeitig noch gezittert dabei. Hast schnell gebetet. Ja, genau. Schön gebetet erstmal, damit man auf mir nicht stirbt. Ja, das scheint funktioniert. So, Surfer noch 2 AP, beste. Aber sicher doch. Ja, müssen wir gleich irgendwie. Ich glaube, Musti wechseln wir einfach gar nicht an. Ich komm dann kurz zu Ben rüber und dann wechseln wir mich ein, Alter. Genau. So, wir sind ja jetzt Typ Boden. Haben dann Elektroattacken keine Wirkung? Ja, genau. Elektroattacken haben keine Wirkung. Marfman hat nur eine Pflanzenschwäche. Ja, die ist aber ziemlich hoch, glaube ich. Ja, sehr hoch. Also Voltensus Funkensprung oder was er da drauf hatte, funktioniert gegen Marfman nicht. Ja. Gut, dann setzen wir auch mal Schlammbomber ein. Dann haben wir noch 2 Apien Surfer. Wir hatten jetzt gerade 3 und nicht 2. So. Aber Marfman Level 24 kann man schon mal machen. Bin ich eigentlich der Einzige, der denkt, dass Schlammbombe immer eine Giftattacke ist? Ja, es gibt aber, glaube ich, auch so eine Giftattacke, die auch so Schlamm ist oder so. Ja, Matschbombe. Aber ich denke immer, wenn ich Schlammbombe sehe, ist das eine Giftattacke. Aber ich muss mir gefälligst in meiner Birne einbringen, dass es eine Bodenattacke ist und keine Giftattacke. So, ich muss die einwechseln für Dragonier? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das Dragonier Drachenattacken drauf haben könnte. Ja, das geht's. Okay, no risk, no fun, ne? Jojo. Sonst haben wir immer noch Daniel in der Hinterhand. Ja. Ja, Level 18 kommt schon. Ja, okay, Level 18, da dürfte es nicht viel drauf. Ach stimmt, ich hab vergessen, dass Latias ja Feuer-Odem drauf hat. Ach der, so viel zittern wieder für gar nichts. Ja, ich hab kurz vergessen, dass das Ding Feuer-Odem hat. Sorry. Alles gut, so Azumarill. Ja, Daniel können wir mal einwechseln, weil der ist jetzt gleich Level 30. Oh. Ja, besser wäre, wenn das Marfin gewesen wäre, der jetzt Level 30 erreicht. Natürlich. Aber eigentlich bin ich ganz zufrieden eigentlich mit den Leveln. Außer jetzt halt Daniel, der ist halt ein bisschen mehr gelevelt, aber ich glaube, man braucht einfach immer so ein Pokémon, das ein bisschen mehr gelevelt ist, einfach nur mal ein bisschen abzusichern. Also der Rest ist eigentlich schon so Durchschnitt 23 bis 26, glaube ich, oder so, 23, 25. Geht eigentlich ganz gut klar. Ja, Daniel ist der Boss unter den Pokémon. Und wir erreichen 100 KP. Perfekt. Gut, dann tun wir jetzt Musti nach vorne. Oh yeah. Fühlst du dich da eigentlich immer richtig angesprochen? Ein bisschen. Und wir finden die zweite Wassertafel. Ja, okay. Warte mal, welches Item trägt denn Marfin gerade? Machtgewicht? Was macht das nochmal? Googlest du gerade schon? Ja. Yep. ich glaube... Nee, ich glaube, wir machen mal das Item weg, weil ich glaube, das war KP pro Level wird erhöht. Also mehr erhöht, wenn ich mich jetzt gerade gut erinnern kann. Deswegen würde ich schon die Wassertafel...
Marvin geben und dafür Machtgewicht vielleicht auf Latias? Das Ding halt wird die Initiative. KP wird allerdings nach jedem besiegten Pokémon um 4 erhöht. Hä? Kapiere ich gerade nicht. Ja, also würdest du sagen, wir sollten das... Warte mal, was hat Latias eine gute Init? Ja, eigentlich schon. Ja, dann sollten wir es lieber einem Pokémon geben, was schon von Anfang an eine schlechte Init hat. Warte mal, da oben. Init 53. Ja, okay, Vollpunkt hat eine gute Init. Ja, eigentlich Daniel hat eine schlechte Init, aber dem können wir es nicht geben. Also eigentlich Marvin wäre eigentlich die Chance zur Möglichkeit, ihm die das Machtgewicht zu geben, aber wir haben zwei Wassertafeln. Ja, Wassertafeln erhöht ja auch nochmal die Wasserattacken. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent. Ja, wir sparen uns, glaube ich, einfach das Machtgewicht mal auf. Ja, warum nicht? Das hört sich gut an. Gut, dann sind wir auch ganz oben. Guten Morgen. Dieses Pokémon hat immer das Meer für uns ausgeleuchtet, aber dann wurde es plötzlich sehr krank. Seitdem ringt es nur noch nach Luft. In Anemonia City auf der anderen Seite des Ozeans soll es einen wundertätigen Apotheker geben. Aber ich kann Amphi nicht einfach hier alleine lassen. Würdest du mir einen Gefallen tun? Könntest du vielleicht für mich dort Medizin kaufen gehen? Ich hätte dir auch den Eingang offen. Ja, das meine ich gerade mit, dass es noch nicht ganz so unnötig ist. Du musst jetzt zur Stadt für 5. Arena gehen und dort Medizin holen. Das heißt, da kannst du auch gleich einen Arena-Kampf machen eigentlich. Ja, perfekt, ey. Die wartet so die ganze Zeit auf ihre Medizin. Was machen wir erstmal? Wir kämpfen erstmal in der Arena. Ja, perfekt. Ja. Du hattest ja was, glaube ich, in die Kommentare geschrieben bezüglich Stärke. Stärke kriegst du auf Route 42. Das ist östlich von Teak City, also der Stadt des 4. Arena-Leiters. Haben wir eigentlich schon Stärke? Oh, das weiß ich jetzt gerade nicht. Nein, haben wir nicht. Aber dann haben wir Stärke anscheinend verpasst, oder was? Jein. Also, du gehst ja sowieso wieder dahin. Also, wenn du die 6. Arena geschafft hast, dann gehst du sowieso automatisch dorthin, beziehungsweise musst du sogar dahin gehen, wegen dem See des Zorns und wegen der 7. Arena auch vor allem. Wann kriege ich denn Fliegen? Fliegen kriegst du nach der 5. Arena. Ah, perfekt. Ich glaube, Latias kann ja Fliegen dann erlernen. Ja, möglich wär's. So, okay, dann geht es jetzt über den Ozean. Von da kamst du vor zwei Parts. Du musst genau südwestlich gehen, genau. So, dann gehen wir raus aus der Stadt, endlich mal in die richtige Richtung. Ja, klar. Jetzt hier, oder was? Nee, da ist die MS Aqua, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das ist richtiger Fake von der MSA, ne? ich mag die MSN auch mehr. Warte mal, jetzt sind wir aber hier beim Leuchtturm. Genau, das ist der Leuchtturm. Du musst links lang. Ah, links lang. Hey. Ja. 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 Ja, gut. Wenn ich hier 50 Minuten rumgelaufen wäre, dann hätte ich das am Weg natürlich auch rausgefunden, Leute. Ja, klar. Hey, wenn das nicht die perfekte Welle ist, diese Welle muss man einfach nehmen. Welche? Oh Gott, hier sind zu viele Wellen. Route 40. Hast du eigentlich auch vor, die Events hier in dieser Generation zu machen? Ich muss mal gucken, da muss man ja Cheats dann einsetzen, ne? Ja, genau, Cheatcodes. Muss ich mal gucken. Aber was kriegt man da nochmal für? Es gibt hier zum Beispiel das, Achtung Spoiler, hier gibt es zum Beispiel das Celebi-Event. Dort kriegst du Celebi. Echt jetzt? Als Fangos Pokémon, ja. Du bekommst dann, es gibt dann noch so ein Arceus-Event, ich weiß gerade nicht, wie es in echt heißt. Dort bekommst du von einem Mann einen Arceus auf Level 100 und dann müsstest du zu den Alfruinen gehen. Und irgendwo bekommst du dann Dialga, Palkia oder Giratina auf Level 1. Was sind das für Events? Ja, es gibt bestimmt mehr, aber die fallen mir gerade nicht ein. Hast du die alle schon gezockt? Beim ersten Mal nicht, beim zweiten Mal ja. Also du hast das zweite Mal auch auf einem anderen DS gespielt? Ja. Damals, als ich noch jünger war, hatte ich das Spiel auch gespielt auf meinem alten DS, aber ich hab mein DS mittlerweile nicht mehr und Hard Gold habe ich auch verloren. Oh nein! Hätte ich das noch gehabt, dann hätte ich, sag ich wie es ist, dann hätte ich ein sehr wertvolles Spiel.
Ja. Gut, jetzt kommt Raichu. Ich glaube, dann können wir einfach wieder Marfman einsetzen. So, Raichu Level 20, alles klar. So, übrigens, ihr könnt natürlich auch bei Musti vorbeischauen auf seinem Kanal. Dort gibt es aktuell ein Let's Play zu Super Mario 74. Ja. Genau, und vielleicht macht er in Zukunft ja auch ein Pokémon-Let's Play. Würde auf jeden Fall zu ihm passen, oder? Ja, aber sicher doch. Dann hört ihr schon, was auf euch zukommt. Deswegen unbedingt mal bei ihm vorbeischauen. Und wenn ihr übrigens auch keine Parts mehr hiervon verpassen wollt, von der Gold, könnt ihr ruhig den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Würde mich sehr freuen. So. Ja, Micha ist recht. Ja. Gut, Raichu ist down, 522 EP und Grigori, geiler Name, ist down. Grigori. Bräh. Warte mal, Encounter! Ja. Ah, stimmt, Encounter. Eine Schweigeminute für beide Gruppen? Nein, Spaß. Ja. Also ich werde es auf jeden Fall versuchen zu fangen. Wieso haben wir eigentlich so viele Feuer-Pokémon in dieser Generation? Scheiße. Aber ich muss halt gerade, ich frage mich halt gerade, ob er eine Psi-Welle aushält. Psi-Welle macht wegen Hundemon gar nichts. Das ist eine Psycho-Attacke und das Ding... das ist Unlicht, Ding, ne? Ist Unlicht. Ja, ja, Unlicht. Aber es hat Wirkung, oder? Nee, es hat keine Wirkung gegen ihn. Donnerblitz wäre schon ein bisschen zu heftig, oder? Auch irgendwie... Vielleicht Daniel mit seinem Zauberblatt oder. Nee, ich glaube, Daniel wäre schon wieder zu heftig. Der ist ja fast doppelt so hoch wie er. Ja, oder Let's Play Luis mit Tackle. Oder hat Let's Play Luis noch seine Tackle-Attacke? Ich glaube, der hat eine andere normale Attacke. Ich glaube, der hat jetzt Zugkeep. Aber passt ja trotzdem noch. Ja. Nee! Ach so. Ja, ich verwechsel das immer mit Brüller, glaube ich, ist das andere. Dass der das Pokémon wechselt. Ach so, ja. Okay, jetzt bekomme ich ein bisschen Angst, weil er die ganze Zeit seinen Angriff stärkt. Jetzt noch zweimal Zugkeep ein und dann würde ich sagen, wechseln wir. Genau das meinte ich. Und tschüss. Damit ist wieder einer ein wunderschöner Encounter weg, leider. Ja, aber ich glaube, Hundemon hätte ich. Selbst wenn jetzt Ponita gestorben wäre, hätte ich erstmal Magmat genommen. Heftig, Musti. Ja. Und dann hätte ich erst Hunde noch genommen, aber ich glaube dann erst ganz am Ende, weil ich hatte mal ein Pokémon X-Spielstand mit Hundemon gezockt und sogar, obwohl ich den ein paar Level höher hatte als alle anderen Pokémon, hatte ich trotzdem mit dem echt kranke Probleme. Also ich finde den nicht wirklich gut stark. Okay. Aber jeder kann natürlich seine eigene Meinung darüber haben. Ja. So, Psi-Welle auch noch und dann ist Elike down. Ja, Elevoltaik oder so ist mein Traum-Elektro-Pokémon, obwohl ich es nie gezockt habe. Aber mein Bruder hat es immer gezockt und er hat mir immer gesagt, wie geil dieses Pokémon ist. Und ich habe es nie gehabt. Nie, in keiner Generation. Nicht im Pokémon-Diamant und sonst, wo es sich befindet. Ja, ich hatte auch noch nie einen Elevoltaik gehabt. Oh! Also, Suicune ist Typ Wasser oder was? Ja, es ist Typ Wasser. Aber das zu fangen wird, ja, selbst wenn du dürftest es ja eh gar nicht mehr fangen. Ja, ja. Ich versuche es aber zu killen für EP. Ja, klar, wenn es mich nicht umbringt. Ja, ah, perfekt. Kann das nicht Aurora strahlen? Nee, kann es nicht, oder? Nee, bring ihn mit lieber mal schnell um. Ich weiß gar nicht, ob er Aurora strahlen kann. Aurora strahlt ist Psycho, oder? Eis. Eis. Ah, ja, genau. Ja, ich muss. Es ist gut, dass wir mal wieder Pokémon spielen. Ich muss mal wieder reinkommen ins Business. Boah, jetzt ist zu fangen, ne? Das wäre schon saftig knaftig. Oder habe ich nicht sogar einen Hyperball? Einfach mal so zum Spaß? Das kannst du machen, aber einsetzen dürftest du es dann nicht, ne? Ne, einsetzen dürfte ich nicht. Ich versuche es aber mal mit dem Hyperball kurz zu fangen. Schade. Okay, dann killen wir es. Wir werden ja eh irgendwann Suicune und Entei und so weiter fangen. Deswegen, wir laufen uns ja nicht weg. Ja. So. Dann auch nochmal Psi-Welle zum Abschluss. Und dann auch passend zum Abschluss würde ich sagen, war's mit diesem Part von Pokémon Gold. Ich danke natürlich, Musti, dass er dabei war. Er wird wahrscheinlich auch in den nächsten ein, zwei Parts dabei sein. Und dann sehen wir uns im nächsten Part.
Ja, bis dahin. Und ciao. Ciao.